Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Star Citizen. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es wird wieder mal Zeit, eine neue Folge zu machen. Inzwischen schreiben wir Patch, oder besser gesagt Alpha 3.71 und es hat sich einiges getan. Wichtigste, meiner Meinung nach, oder für mich jedenfalls, Charakter-Customization hat sich ein bisschen was geändert. Bin zwar immer noch nicht ganz zufrieden mit, aber hat sich auf jeden Fall was geändert gehabt. Ganz wichtig, man kann Quests jetzt teilen mit anderen. Das finde ich gerade bei einem MMO doch sehr wichtig. Und der Hauermod wurde überarbeitet, beziehungsweise was heißt überarbeitet? Ich glaube, er wurde komplett rausgenommen. Nee, komplett rausgenommen stimmt auch wieder nicht. Jedenfalls ist er nicht mehr so wie in 3.6, wo ich so Probleme mit hatte oder auch andere Probleme mit hatten. Und er schaltet sich jetzt nicht automatisch mehr ein, sondern man muss ihn selber einschalten. Und das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Damit kann man viel bessere Sachen machen oder besser manövrieren oder wie auch immer. Und das Hauptaugenmerk war jedenfalls, dass es jetzt Höhlen gibt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ich glaube 12 bis 15 Höhlen gab es, glaube ich, im Ständensystem. Und ja, die sind sehr, sehr stimmungsvoll. Ich war zwar selber noch nicht drin, habe aber bei YouTube was gesehen, bei den Let's Play. Und ja doch, die sind sehr, sehr stimmungsvoll. Und da sollen ja noch viele andere Höhlen noch reinkommen, die auch komplett anders sind. Aber erstmal sind diese Art, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, diese Art auf jeden Fall von Höhle drin. Und in so eine Höhle würde ich auf jeden Fall gerne mal reingehen. Irgendwann mal demnächst. Deswegen fangen wir jetzt auch wieder auf Port Odessa an. Ja, es wurde ja alles zurückgesetzt nach dem Patch. Und ich bin jetzt nicht mehr nach Grimhex geflogen. Das ist Piratenspelunken-Dings. Ja, interessiert mich eigentlich auch nicht so wirklich. Da wir noch Ausrüstung ein bisschen brauchen, erstmal nach Lorville gehen. Das ist eine ziemlich große Stadt und ja, die Stadt, würde ich jetzt mal sagen, ist richtig klasse. Uns das Zeug kaufen, dann werden wir uns auch Lorville mal anschauen. Das heißt, mit der Höhlenerkundung wird es in dieser Folge nichts werden. Ja, ich bin ja froh, wenn wir überhaupt mal nach Lorville dieser Folge kommen. Ich habe gerade gesehen, ich habe vergessen, auf Dings zu drücken. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt auch schon aufnehme. Egal. Ja. Schauen wir mal. Als allererstes will ich auf jeden Fall mal kurz in die Charakter-Customization gehen. Da haben wir wieder mal zwei Auswahloptionen. Mann, Frau. Dann können wir als nächstes den Kopf uns aussuchen. Mit welchem Kopf wir quasi anfangen. Nehmen wir mal den hier. Und jetzt kriegen wir... Jetzt können wir auch hier hin und her scrollen und jetzt kriegen wir quasi verschiedene Sachen wie Skins. Zum Beispiel sagen wir, ja, damit wir schön sehen, der hier, das Skin gefällt mir ganz gut. Jetzt kann ich den Schieberegler sagen, wieso sind wir jetzt bei Skin hier und jetzt sind wir eigentlich bei, wir sind jetzt doch irgendwie bei Kopf. Sorry, habe ich falsch gesehen gehabt. Ja, dann können wir hier quasi den Kopf sagen, ja, so wäre das der hier, so ist es der. Und ich will eine Mischung aus den und den haben. Und da können wir verschiedene Köpfe wieder nehmen. Sagen wir den hier noch dazu. Machen wir wieder ein bisschen hier rein. Aber jetzt. Ah, und mit Apply Skin kann ich sagen. So gefällt mir das. Dieser Skin von dieser Person gefällt mir. Augenbrauen, also Brauen und so weiter, kann ich dann noch anpassen hier. Augen, ich kann auch einfach die Augen anklicken oder machen wir jetzt mal die Ohren anklicken und dann sagen, dem seine Ohren gefallen mir. Oder ein bisschen mehr davon könnte es sein. Ja, im Großen und Ganzen so wie vorher eigentlich auch. Nur, dass es ein bisschen jetzt anders aufgebaut ist. Anstatt, dass du nur drei Köpfe hast, kannst du ja wirklich aus allen verschiedenen vorgefertigten Dings den einen Kopf raussuchen. Und so anmorphen, quasi. Ja, verlass mal das Ding. Ja, so ist die Charaktererstellung jetzt.
Ist ein bisschen besser, finde ich, als das letzte Mal, als die letzte Version. Aber ganz optimal finde ich sie immer noch nicht. Aber ja, es liegt auch daran, dass es noch viel zu wenig Haare und alles Mögliche gibt. Also da müssen wir auf jeden Fall noch weiter dran gehen. Aber ja, man ist auf dem richtigen Weg, denke ich. So. Jetzt wollen wir doch mal wieder reingehen hier. Ich könnte jetzt auch ein anderes Raumschiff nehmen. Und zwar, ich habe ja die ganze Zeit jetzt mit meiner Blackless. Glaubt ihr, ich komme gerade nicht auf den Namen. Cutlass. Cutlass Black. Yes, habe ich's. Bin ich ja die ganze Zeit umhergeschwirrt. Und es ist ja eigentlich ein Frachter, also so ein mittlerer Frachter und mittlerer Jäger. Und ja, kann man gut für Kampfeinsätze nehmen, kann man gut als Frachter nehmen. Ist eine Mischung aus allem eigentlich. Aber ich habe auch noch ein anderes Schiff und das ist eigentlich so ein Erkundungsschiff. Und damit würde ich jetzt auch mal rumfliegen. Vor allem ist das Ding ziemlich genial. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin selber noch nicht mit rumgeflogen, aber allein das Äußere gefällt mir schon ziemlich gut. Und das würde ich einfach mal machen, dass wir damit rumdüsen. Ich zeige erst einmal das Schiff. Und dann geht's ab. Nach Lorville. Eine gigantische Welt. Wie gesagt, ich kenne es jetzt auch nur aus Videos. Selber gesehen habe ich sie noch nicht. Aber man muss diese Welt einfach mal gesehen haben. Da werden wir auch ein oder zwei Folgen wahrscheinlich brauchen, um sie uns komplett mal anzuschauen. Schätze ich mal. Oh, hoppala. So, und zwar die Drake Cutlass Black, mit der bin ich jetzt immer geflogen. Und da haben wir noch die Origin 315P. Das ist wie gesagt ein Erkundungsschiff eigentlich. Steht ja auch da, Pathfinder. Sieht man auch Crew nur 1. Bei der Cutlass Black sollten eigentlich 2 bis 3 drinstehen. Man kann sie zwar mit einem benutzen, also 1 bis 3, aber egal. Cargo sieht man auch hier relativ wenig. Und ja, wir nehmen mal das Schiff. Und es ist ein tolles Schiff. D07. Oh, wo war denn D07? Andere Seite. Ich glaube, da drüben. Ah, da sieht man es ja auch schon, die Origin. Wie gesagt, ein richtig tolles Schiff. Das gefällt mir richtig, richtig gut. D07, da müssen wir da lang. Ich hätte es eigentlich fast gesagt, die andere Richtung, aber ja, passt schon. So, und da haben wir sie auch schon. In einen schönen Metallic Blau. Ach, sieht das nicht herrlich aus? Mit dieser Farbe. Diese Form und alles. Doch, ich muss immer wieder sagen, das Ding ist klasse. Raketen hat sie. Bewaffnung, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie genau hat. Müsste ich selber mal nachschauen. Laser, definitiv schlechter als die Dragless. Hier vorne hat sie einen Traktorstrahl. Ich weiß gar nicht, ob der schon implementiert ist. Ich glaube, der ist noch nicht implementiert. Und oh, die Spiegelungen und dieses Metallicblau, das sieht doch einfach gigantisch aus. Und hier mit dem Flügel und dem Licht drin. Ah, mir gefällt das Ding. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Hier auch die Fahrwerke hier. Schaut euch diese Details an. Ist doch einfach nur klasse. Wie sie hier mit den ganzen Details ja alles reingemacht haben. Gefällt mir. Frachtluke hat es natürlich auch. Ich weiß bloß nicht genau wo. Ich glaube hier irgendwo. Aber wie ging die nochmal auf? Ah, hier war es, glaube ich. Ich glaube hier, genau. Kann man es aufmachen? Hat man Frachtluke hier drin, um Fracht reinzumachen?
Da drüben haben wir, glaube ich, auch noch mal eine. Wow. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. War die hier? Ja, da geht die zweite auf. Das heißt, es gibt andere Schiffe von der Origin-Serie, die haben weniger Fracht. Da geht nur ein Teil davon auf und oh. Ich glaube, da ist gerade was explodiert. Naja. Wie dem auch sei. Ich finde es auch schön, wie diese Cargo-Dings hier drin reingemacht ist. Einfach klasse. Das finde ich richtig, richtig schön, wie das gemacht ist. Was war das hier? Kann man da auch noch was machen? Nee, da kann man anscheinend nichts machen. Und so geht die Tür auf, dann kommt die Leiter raus. Und wir betreten das Innere. Und mach mal zu. So. Cockpit, das sehen wir ja gleich hier. Alles schön. Ja, richtig edel, oder? Das sieht doch richtig edel aus hier drin. Und was war das jetzt? Muss ich gleich mal nachschauen, ob ich rausgeflogen bin, weil ich bin gerade ein bisschen aus dem Spiel rausgeflogen, beziehungsweise auf den Desktop zurückgeholt. Naja, gut. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr edel. Hier haben wir eine kleine Toilette. So, dam, 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 fürs Geschäft. Geht die Tür auch wieder zu? Ah. Ah, hier Klaus. Dann haben wir hier unser Bett natürlich mit Uhr. Also ich habe mir auch schon ein bisschen Zubehör für dieses Ding geholt gehabt. Hier drüben ein kleines ja, Kleiderschrank. Hier für FPF-Fassen. Und hier drüben noch eine kleine Küche sozusagen, Mikrowelle. Beziehungsweise was zum Essen zubereiten. Funktioniert. Ja, mehr oder weniger funktioniert das ganze Ding schon. Man kann ein paar Sachen halt mitmachen. Waschbecken darf natürlich nicht fehlen. Ein... Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Ein... Oh, hoppala. Ein Kaffeeautomat natürlich. Darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, okay. Ein kleiner Kühlschrank mit Zeug drin. Und ja, also damit kann man eigentlich schon leben. Man sieht auch schon, es ist für die Reise eigentlich gedacht. Nicht für den Kampf oder so, sondern tatsächlich Erkundung, Reise und so weiter. Und ja, das ist richtig klasse. Ein Panoramablick. Hier können wir richtig schön rausschauen. Nach oben. Das ist doch mal was, oder? Und da oben hängt ein Schiff rum. Okay. Und wenn wir ins Bett gehen, haben wir dann quasi... Ach, dann fährt das Ding auch noch richtig schön raus. Und dann haben wir hier ein richtig schönes Panorama. Wenn wir hier rausschauen, können wir richtig in den Sternenhimmel schauen. Oh, jetzt fährt es wieder rein. Ja. Ist doch richtig schön. So. Bitte wieder raus. Ja, gefällt mir. Dann hier das Cockpit. Können wir uns gleich mal hinsetzen. Wenn ich nah genug rankomme. So. Ja. Machen wir mal auch mal Power on. Ah ja, hier natürlich, um zu verschließen oder entriegeln halt, alles öffnen, Engines on, gibt's da nicht, aber auch irgendwo, Eject ist natürlich sehr wichtig, Flight Ready, machen wir mal Flight Ready, dann wird's gleich alles reingemacht. Ja, und so sieht das dann aus, die ganzen Displays, die wir haben, wir haben quasi hier ein Display, hier unten ein Display. Ja, die sind halt quasi so reingemacht, dass es dann hier so zu sehen ist. Also eigentlich richtig, richtig klasse.
Und wenn wir uns mal umschauen hier, das sieht doch echt edel aus. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass der da oben so wartet. Naja, egal. Auf jeden Fall edel, edel, edel. So, dann heben wir mal ab. Ja, und so sieht das Ganze dann vielleicht mal aus, wenn wir hier mal rausfliegen. Beziehungsweise, Moment, fliegen wir doch einfach mal geradeaus. Gehen wir auf... Habe ich jetzt gedrückt? Keine Ahnung. So. Fliegen wir einfach mal ein bisschen hier geradeaus. Immer geradeaus. Und schauen uns dann noch ein bisschen um hier. So. Wie war das mit rauszoomen? Rein rauszoomen? So. Ja. Vielleicht ist nicht gerade die optimale Dings gekriegt. Aber es sieht doch richtig klasse aus hier. So kann man es doch richtig schön sehen, wie das aussieht hier. Mit den Triebwerken da hinten. Das ist ein richtig schönes Schiff. Ja, so kann man es schön sehen. Hier mit den ganzen, kann man richtig schön reinschauen hier und ja, also ich bin begeistert. Gefällt mir unheimlich, wirklich unheimlich gut. Und die Lichter noch vorne hier. Ja, einfach klasse. Ja, ich hätte irgendwann mal die Tutorial abschalten müssen. Die kommt auch jedes Mal wieder neue. Aufs Neue, glaube ich. Ja. Waffen. Ja, das sieht man hier. Die hier. Nicht wirklich viel. Ja, aber es ist ja auch kein Schiff zum Kämpfen. So. Dann hätte ich gesagt, schauen wir uns doch mal an, dass wir vielleicht noch nach Stanton ist das System, nach Houston kommen, nach Lovell. Houston, da ist es, das Houston-System. Irgendwo da müsste dann allerdings auch... So. Müsste da auch das, die Stadt sein. Ich weiß bloß nicht genau wo, aber werden wir es sehen. Hier sehen wir auch schon Corret Full. Um einiges kleiner natürlich als der mein anderes Schiff. Und wir brauchen es auch, soweit es mal noch gar nicht gereist, auch relativ viele Treibstoff davon. Ja, da sind wir. Und wir müssen quasi komplett mal hier rum. Ist komplett am anderen Ende vom Dings. Ja, ich hoffe, dass ich Lorville dann auch da drauf finden werde, aber ja, das wird schon klappen. Hoppla. Falsche Taste. So. Welches Schiff jetzt schneller ist, weiß ich nicht. Also in der Trackless, Cutlass meine ich natürlich nicht Trackless. Kommt auf jeden Fall viel, viel mehr rein. Also viel mehr Treibstoff drin. Das muss man schon sagen. Aber, ja. Ja, diese Tutorial, da muss ich auch wirklich mal rausmachen. Das nervt gerade. Kann man auch schon irgendwie schlechte Screenshots machen. Na, egal. Und da sieht man es auch nochmal schön im Quantum Drive, wie das hier aussieht. Und einfach klasse. Einfach klasse. So, jetzt werden wir eine ganze Weile unterwegs, glaube ich, sein. Weil wir haben ja schon gesagt, oder man hat ja schon gesehen gehabt, das ist auch wirklich weit weg, Boston. Ja, da werden wir jetzt noch ein bisschen brauchen, denke ich.
Ja, da sind wir ja auch erst. Ja. Ich glaube, nachdem wir auf den Lovell dann gelandet sind, was ist auch mit dieser Folge? Es sei denn, ich breche jetzt ab, aber das ist auch ein bisschen blöd. Das kann man vielleicht mal später mal machen. Aber gerade jetzt, wo... komm's rein. So. Gerade jetzt, wo wir das noch zum ersten Mal machen quasi, würde ich sagen, machen wir da keinen Break rein oder so irgendetwas. Es wird halt, wie gesagt, nur ziemlich dauern. Ach ja, dom-di-dam-di-dam-di-dam. Theoretisch könnte ich eigentlich auch mal aufstehen. Das Schiff liegt auch von alleine. Jetzt könnte man quasi sich schön ins Bett legen und ein bisschen hier das ganze Ding anschauen. Oder man macht sich ein bisschen was zu essen. So, dam-di-dam. Und fertig ist es. Schade, dass es leider noch nicht geht, sondern dass es nur so eine Funktion hat. Aber das kommt vielleicht auch noch. Ja, und wenn wir ein größeres Schiff hätten, könnten wir uns auch noch weiter drin bewegen. Aber hier auch nochmal Augenmerk auf diese Paneele hier, auf diese Leisten, diese blau leuchtenden Leisten, die hier meine ich. Das ist doch richtig edel, wie das hier so richtig so hier rumgeht. Ah ja, ich muss schon sagen, das Schiff gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Das ist halt tatsächlich das andere Schiff. Die Cutlass ist tatsächlich ein bisschen, wie soll ich sagen, rustikaler, wenn man so haben will. Und das Schiff, ja, das ist eher edler. Das ist ein ziviles Schiff. Und ein Schiff, das mir auch persönlich gefallen würde, wenn ich das in echt hätte. So, es zeigt er mir leider nicht mehr an, wie weit wir weg sind. Schade. Ich meine, ich sehe es auch auf der Karte, wenn ich auf die Karte schaue. Ja, guck mal, wir sind erst hier. Wir haben erst diese Strecke hier geschafft. Das ist wahnsinnig weit weg. Da frage ich mich, wenn sie mehrere Systeme haben, wie das mit den systemübergreifenden Dings ist. Gibt es dann hier irgendwie ein Tor, wo man dann durch ein Tor fliegt und kommt ins andere System rein und das funktioniert dann in Echtzeit dann? Oder dauert es, oder sitze ich dann tatsächlich quasi mehrere Echttage da, um von einem System ins andere zu kommen? Aber das kann eigentlich nicht sein. Ja, dann fliegen wir mal weiter. Wie gesagt, schade, dass ich es nicht mehr sehe, durch das Aufstehen, wie weit wir entfernt sind. Na gut. Wir müssen auf jeden Fall an der Sonne vorbei, an der Stanton-Sonne vorbei. Wird noch ein bisschen dauern. Theoretisch könnte ich hier aber tatsächlich erstmal einen Break machen. Weil hier gibt es jetzt wirklich nichts mehr zu sehen, bis wir ankommen. Und ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen uninteressant, wahrscheinlich. Außerdem haben wir ja die 20 Minuten schon rum. Das heißt, ich mache vielleicht mal einen Break und mache beim nächsten Mal einfach weiter. Dann warte ich einfach noch, bis ich eine nächste Aufnahme mache, bis wir angekommen sind. Oder bis kurz bevor wir ankommen. Oder mache das Ganze in einen Zeitraffer. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Andererseits, ja. Da ist die Sonne, da fliegen wir gleich dran vorbei. Wie gesagt, eigentlich im Moment ein bisschen langweilig wahrscheinlich. Ich denke, das sollte man tatsächlich... Andererseits, an der Sonne würde ich gerne noch vorbeifliegen. Dann hätten wir ungefähr die Hälfte der Flugzeit hinter uns. Da sieht man mal, wie lang so eine Reise gehen kann. Wenn man von A nach B will.
Und es ist auch schon krass, wie die Sonne auseinandergezogen wird, wenn man hier vorbeifliegt. Ja, okay. Jetzt sind wir fast an der Sonne vorbei. Und dann würde ich sagen, machen wir es tatsächlich so, wie ich gesagt habe. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.